Einen wunderschönen Montagmorgen, meine lieben Nintendo Switch-Freunde, zu einer neuen Ausgabe der Nintendo News. Es ist ein neues... Lassen wir also besser mal da stehen. Es gibt neue Nintendo Switch-Spiele. Nintendo möchte mehr Nintendo Switch produzieren. Und was heißt das für die Nintendo Switch 2 oder den Nachfolger? Und was sind dran an den Spekulationen um Super Mario Odyssey 2? Darum geht es heute hier in diesem Video. Und ich begrüße euch natürlich. Hoffe, ihr kommt gut in die Woche rein. Und ich würde auch sagen, wir starten direkt mal in die neue News rein. Beziehungsweise in die erste News. Fire Emblem Engage ist ja am Freitag erschienen. Ich habe es schon, ich habe es aber noch nicht angespielt. Ob ich es überhaupt mal spielen werde, ich weiß es nicht. Darum geht es aber auch nicht. Und zwar ist natürlich passend zum Release, gibt es neue Profilbilder für alle Nintendo Online-Mitglieder. Müsst ihr einfach nur bei euch in den Nintendo Online-Mitgliedschaftsbereich gehen und dann könnt ihr dafür 5 bzw. 10 Platin-Punkte euch neue Charakter und Bilder und was auch immer aussuchen und ja, und dann einfach ein bisschen anpassen, wenn ihr Bock habt. Wie jetzt wohl bekannt geworden ist, gibt es bald einen absoluten GameCube-Klassiker, den ich persönlich nie gespielt habe, bald als Remake für die Nintendo Switch. Und zwar handelt es sich dabei um ein Spiel von Monolith Soft, die ja zum Namen auch Xenoblade Chronicles für die Reihe Xenoblade Chronicles zuständig sind. Und da hat ein bekannter Leaker, der sich dann eben auf Footage und Videos beruht oder Bildmaterial beruht, wohl gesehen, dass es an Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, ein klassisches JRPG damals vom GameCube, als Neuauflage kommen soll. Vor 20 Jahren kam das ganze Ding raus, 2005 glaube ich in Deutschland, und ich habe es persönlich nie gespielt. Jetzt wird es wohl ein Remake geben. Release soll angeblich der Sommer sein. Ihr merkt schon die ganze Zeit mit sollte, hätte, könnte. Ja, ist natürlich nichts bestätigt, aber vielleicht sehen wir ja es in der nächsten Nintendo Direct davon was, wenn es im Sommer erscheinen wird. Könnte es ja gut möglich sein, dass wir in der ersten Direct des Jahres dazu etwas hören. Habt ihr das überhaupt schon mal gespielt? Kennt ihr das Spiel? Lasst mir da gerne dazu einen Kommentar in die Kommentare. Ein bisschen verwirrt heute Morgen. Am 24.02. ist es endlich soweit. Mein Kirby-Herz schlägt höher, denn wir bekommen dann Kirby's Return to Dreamland Deluxe, das Remake von dem Kirby-Klassiker damals von der Wii. Und natürlich können wir das Ganze jetzt überall vorbestellen, aber wir können es auch in dem hervorragenden Nintendo Store vorbestellen, und wenn wir das dort tun, bekommen wir ein paar ein paar Sachen mit dabei, nämlich ein Mikrofasertuch. Komm schon, Nintendo, ernsthaft. Und Aufkleber. Also, wenn ihr das gerne über den Nintendo Store holen wollt, ja, und ein Mikrofasertuch braucht, ich meine, gut, für die Switch zu reinigen ist doch gar nicht so verkehrt, ja, als Kirby-Fan, dann könnt ihr es gerne im Nintendo Store ordern. Ich bin nicht der große Nintendo Store-Fan, solltet ihr mittlerweile wissen, aber hey, wenn ihr das haben wollt, gerne vorbestellen und dann bekommt ihr es gratis mitgeliefert. Mit ARK Survival Evolved gab es ja ein riesen Update und alle, die schon ARK besessen haben, haben ja dieses Update kostenlos bekommen, und ARK damals auf der Switch war ja eine absolute Katastrophe, 60 Euro Vollpreis, Pixel pur, man dachte, man wäre in Minecraft, und allerdings gab es dann das Update, ich habe es seitdem nicht mehr gespielt, habe mir aber sagen lassen, es soll mittlerweile sehr, sehr gut laufen, ich muss das definitiv nochmal testen, und jetzt gab es nochmal ein Update, und zwar in der Version 2.0.5, hier lag dann der Fokus auf dem DLC Ragnarok, allerdings in den Patch Notes gab es auch nochmal mega viele Bugfixes. Also ARK und jetzt auf die Switch, ja, die scheinen da einiges vorantreiben zu wollen. Wie gesagt, ich werde es irgendwann mal reinlegen. Grafik soll wohl besser geworden sein. Wenn ihr es schon mal getestet habt, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Dann werde ich auch mal in den Kommentaren oder auch auf Twitch häufiger gefragt. Im Übrigen, wer mir auf Twitch noch nicht folgt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Wann ist die nächste Direct? Ja gut, ich bin nicht Nintendo, ich kann es euch nicht sagen. Allerdings habe ich das jetzt mal zum Anlass genommen, einfach mal zu gucken, wie es in den letzten Jahren war. Also im letzten Jahr hatten wir die Direct am Anfang Februar, am 9.2021 war es. Dann am 17.2.2020 hatten wir natürlich diese ganze Pandemie. Da hatten wir im Februar eine Animal Crossing Direct und dann im März eine Mini-Direct. Das kann man irgendwie auch nicht so zählen lassen. 2019 war es dann Ende Februar am 27. und 2018 hatten wir am 11.01. eine Mini-Direct und am 8. März dann eine richtige Direct, und von daher kann man schon sehen, dass es sich wahrscheinlich irgendwo im Februar sein sollte. Also ich vermute, dass wir das irgendwie Mitte Februar bekommen könnten oder würden. Wie gesagt, ist jetzt nur eine reine Vermutung von euch. Eure ganzen Spekulationen könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Was wir dann dort sehen werden, werden wir uns dann darüber kümmern, wenn Nintendo endlich die Direct mal angekündigt hat. Ich freue mich auf jeden Fall auf die erste Direct, weil ich mal gespannt bin, ob es wenigstens ein, zwei Überraschungen gibt, wo wir noch nicht mitrechnen oder beziehungsweise was generell Nintendo für 2023 geplant hat. Ich denke, da können wir aus der ersten Direct dann schon gut was rausnehmen. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg hat erfahren, dass Nintendo seine ganzen Zulieferer darum gebeten hat, ein bisschen mehr
Material zu liefern, um mehr Nintendo Switch produzieren zu können für das Jahr 2023, was ja ein bisschen, ja, wo man sich wundern könnte, ja, weil die Switch natürlich dann jetzt auch langsam ins siebte Jahr geht und dann möchte man vielleicht noch mehr Switch produzieren lassen als vorher. Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Allerdings muss man auch sagen, es kommt der neue Mario-Film raus und natürlich kommt mit Tears of the Kingdom wahrscheinlich das Highlight 2023 und Nintendo möchte sich da einfach wahrscheinlich ein bisschen vorbereiten. Im aktuellen Geschäftsjahr wollte Nintendo ja eigentlich 21 Millionen Geräte verkaufen, hat das so ein bisschen reduziert. Müssen wir mal warten, wie es nachher am Ende tatsächlich rausgegangen ist. Aber wenn die jetzt noch mehr verkaufen wollen, kann man ja davon ausgehen, dass die dann eben mehr als 21 Millionen Geräte eventuell verkaufen wollen, wenn man die Produktion ein bisschen ankurbelt. Natürlich, wie gesagt, ich glaube, so ein Film und natürlich Tears of the Kingdom können dazu beitragen, dass es nochmal einen massiven Schub geht für so die Nintendo Switch. Damals auch mit Animal Crossing gab es ja auch nochmal hohe Verkäufe innerhalb der Nintendo Switch-Familie, weil viele sich eine Lite nur geholt haben oder so generell nur für Animal Crossing. Da bin ich definitiv mal gespannt. Wir werden ja sicherlich auch ein OLED-Modell zur Tears of the Kingdom sehen. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und was heißt das jetzt Ganze für die Nintendo Switch 2 oder den neuen Nachfolger? Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass wir dieses Jahr irgendwas angeteasert bekommen von Nintendo. Sicherlich erst am Ende des Jahres, vielleicht zu der letzten Direct. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir erst 2025 eine neue Konsole sehen werden. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Eure Meinung könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also nur, weil man jetzt eine Nintendo Switch verkauft, heißt nicht, dass Nintendo nicht weiterhin an einer Konsole arbeitet. Ich bin fest davon überzeugt, dass die schon so gut wie fertig ist oder dass man auf jeden Fall hart daran arbeitet, dass man die im nächsten Jahr, vielleicht im ersten Quartal, releasen kann. Alles andere würde mich stark wundern. Allerdings hat uns Nintendo schon häufig überrascht und wie gesagt, das ist nur meine persönliche Meinung. Aber lassen wir einfach mal das Jahr vorbeiziehen. Oder so, ich wollte irgendwas anderes sagen, ist egal. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir auf nächstes Jahr uns auf eine neue Konsole oder auf einen Switch-Nachfolger oder eine ganz neue Generation freuen dürfen. Ich lasse mich einfach überraschen. Wir brauchen ein neues Mario 3D und am besten den Nachfolger von Super Mario Odyssey. Denn Super Mario Odyssey, 2017, Oktober oder so, glaube ich, released worden. Und seitdem haben wir nichts mehr von diesem Franchise gesehen. Okay, Bowser's Fury außen vor, was mit 3D Mario World kam, klar, aber war in unserem Minispiel, möchte ich jetzt nicht als vollwertiges Mario-Spiel gelten lassen. Aber man kann es sicherlich dazu zählen. Aber ein vollwertiges Spiel haben wir nicht mehr bekommen. Und ich finde, so nach 6 Jahren wäre es mal wieder Zeit. Jetzt sorgt so eine E-Mail von Nintendo so ein bisschen für Panik im Super Mario Odyssey 2 Lager. Ja, und da gehen dann schon wieder die Antennen hoch und die Aluhüte werden aufgesetzt und es wird wieder darüber diskutiert. Naja, Nintendo hat auf jeden Fall eine E-Mail veröffentlicht und zu Super Mario Odyssey, da stand sowas drin wie zum Beispiel, aber vielleicht gibt es da draußen noch mehr zu entdecken. Vielleicht lohnt es sich noch einmal an Bord der Odyssey zu gehen und die Reise von vorne zu beginnen. Also Nintendo möchte nochmal, dass wir Super Mario Odyssey spielen. Und jetzt diese E-Mail, warum ist es so ein Fingerzeig für einen eventuellen Nachfolger. Viele Fans sagen, oh, das hatten wir doch schon mal bei WarioWare, da hat Nintendo auch so eine E-Mail rausgeschrieben, welche Spiele man so gerne gespielt hat und dann kam auf einmal eine Neuauflage von WarioWare. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass Nintendo auf diese Art und Weise irgendwie den Nachfolger von Super Mario Odyssey 2 droppt, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Und ich glaube auch, dass wir einen zweiten Teil oder ein neues Super Mario 3D, es muss ja nicht Super Mario Odyssey 2 sein, kann ja auch ein ganz komplett neuer zweiter Teil sein. Ich persönlich würde vermuten, dass wir das erst mit der neuen Switch sehen werden oder mit dem neuen Nachfolger, der neuen Konsole von Nintendo. Genauso wie es halt auch neues Mario Kart erst mit einer neuen Konsole geben wird. Aber was wäre denn, wenn es ein DLC Super Mario Odyssey 2, zu Super Mario Odyssey geben könnte? Und das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass wir ein DLC bekommen. Ja, ich meine, der Mario-Film kommt dieses Jahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo gar nichts macht zum Mario-Film. Ja, und wenn sie nur irgendwas in Mario-mäßig 99 wieder für die Online-Mitglieder machen würde, aber irgendwas wird kommen. Und so ein DLC tatsächlich könnte ich mir relativ gut vorstellen. Das ist natürlich auch nur meine persönliche Meinung, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Da könnt ihr eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, dieses Jahr einen neuen Mario-Teil halte ich für ausgeschlossen, außer wir bekommen eine neue Konsole, was ich aber auch nicht vermute tatsächlich. Und wie gesagt, diese ganz großen Banger glaube ich erst, dass das Nintendo, wenn Nintendo vorhat,
nächstes Jahr eine neue Konsole zu veröffentlichen. Davon muss man ja erstmal ausgehen. Glaube ich, dass wir diese ganz großen Spiele auch erst mit dieser Konsole sehen werde. Aber ich nehme auch gerne ein DLC, gar keine Frage. Ja, hätten wir bestimmt auch wieder einiges an Spielspaß. Wie gesagt, wie seht ihr das ganze Thema? Schreibt mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr mal eine verrückte Top 40 Nintendo Switch Liste sehen wollt, dann guckt mal das Video an und wir sehen uns im nächsten Video.